13 Verwundete. Und die Ermittlungen ergaben, der deutsche Rechtsextremisten hätten die Tat verübt. Und die Spur führte zu Neonazi-Gruppen und darunter auch die Wehrsportgruppe Hoffmann. Das Dumme war nur, dass der Münchner Anschlag die Polizei zu Lemkes Waffenarsenal führte, das wiederum oder die wiederum zur deutschen Stay-Behind-Armee führten und die wiederum zur NATO, der größten militärischen Allianz der Welt und zur stärksten Supermacht der Welt, zu den USA führte. Also wie gesagt, hier in diesem Buch gibt es praktisch das, was man mit seriösen Quellen recherchieren konnte, für unglaublich viele Länder, also nicht nur Deutschland, sondern auch für Italien, Westeuropa, Großbritannien, USA, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Griechenland, Türkei. Und also wer dann auf diesem Buch noch glaubt, dass wir hier in einer soliden Zivilisation leben, wo man sich immer auf den Staat verlassen kann oder wo wir zumindest mal eine Grundsicherung haben, eine Demokratie, der wird nach diesem Buch eines Besseren belehrt werden. Kann ich nur sagen, also wie viele große Staatsstreiche und versuchte Staatsstreiche und vorbereitete Staatsstreiche es gab in Frankreich, in Italien und wir haben überall diese komischen Allianzen zwischen Mafia und CIA und Vatikan und Freimaurern und anderen Gruppen. Und wenn wir das nicht alles verstehen, dann sind wir praktisch diesen Mechanismen in der Zukunft schutzlos ausgeliefert. Und jetzt kommen mal eben diese neuen Meldungen, aktuellen Meldungen. Oh, es gibt wahrscheinlich Anschläge auf sogenannte weiche Ziele. Soft Targets. Also keine Polizei oder Militäreinrichtungen, sondern Supermärkte, Flughäfen. Also praktisch überall, wo man einfach hineinspazieren kann. Man packt irgendwie seine kompakte Uzi aus oder eine andere Maschinenpistole aus und schießt Leute über den Haufen und verschwindet wieder. Also das ist jetzt wieder die aktuelle Propaganda. Wir sollen uns darauf vorbereiten. Angeblich gäbe es diese zahlreichen Terrorzellen, Leute, auch Deutsche, die in Pakistan, vor allem in Pakistan und Afghanistan trainieren. Sogenannte Al-Qaida-Lager und die kämen wieder nach Deutschland zurück und es wären jetzt 40 Leute unterwegs in Europa, mal den Eiffelturm geräumt und wir müssen uns darauf einstellen, auf diese Terroranschläge, auf weiche Ziele. Und jetzt haben wir hier einen interessanten Artikel von Kurt Nimmo. Und es heißt hier, eine der deutschen Terrorzellen, um die es jetzt geht, aktuell wieder, eine der deutschen Terrorzellen wäre jetzt in Verbindung gebracht worden mit Hamburg. Und Mitte der 90er Jahre gab es diesen marokkanischen Imam Mohammed Fazazi. Und Fazazi sprach an dieser Al-Quds-Moschee in Hamburg und im Publikum waren Leute wie Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad Jarrah, Ramzi Bin Al-Shibh, also diese ganzen sogenannten 9-11-Hijacker. Und laut der offiziellen Geschichte gab es dann noch diesen anderen wichtigen Typen, also er sei in Syrien geboren, ein Geschäftsmann namens Mamun Darkasanli. Und Darkasanli wäre wichtig gewesen bei der Entstehung dieser Hamburger Terrorzelle, dieser Hamburger Al-Qaida in den frühen 90er Jahren. Und inzwischen ist er der Imam der Taiba-Moschee. Und das wäre jetzt der Anlaufpunkt Nummer 1 für diese ganze Dschihadi-Szene. Und Reuters berichtet halt eben, ja, diese Zelle ist jetzt wieder wichtig und diese ganze Clique ist jetzt wieder von Bedeutung. Was ABC News, Reuters und diese ganzen anderen Nachrichtenorganisationen uns im Moment verschweigen, ist die interessante Tatsache, dass der deutsche Verfassungsschutz die Al-Quds-Moschee lange Zeit infiltriert hatte, 1999, und sie hätten Interesse gehabt an Atta, Jarrah, Al-Shehhi, Bin Al-Shibh, Bahaji und anderen. Jetzt die Frage, ist Mamun Darkasanli ein CIA-Partner? 1999
wollte die CIA zusammen mit dem deutschen Verfassungsschutz Darka Sanli als Informanten gewinnen. Und die Amerikaner sagten, die Deutschen müssen uns dabei helfen. Und im Jahr 2000, als die sogenannten Hijacker von Afghanistan wieder zurück nach Hamburg kamen, sprach ein deutscher Verfassungsschutzagent diesen Darka Sanli an und fragte ihn, ob er nicht ein Spion werden möchte. Und das schrieb John Crutzen für den Chicago Tribune im November 2002. Das FBI hatte auch Interesse an diesem Typen. Die Chicago Tribune, einer der größten Zeitungen, die es gibt, auch sehr, sehr gut noch in mancherlei Hinsicht. Haben sehr, sehr viel aufgedeckt. Und dann geht's noch weiter. Also der übliche Wahnsinn halt eben, ja. Darka Sandi hatte Verbindungen zu dieser Twaig-Gruppe, Frontorganisation für saudi-arabische Geheimdienste. Und die hat Verbindungen zu Prinz Turki Al-Faisal. Und da hatte ich erst vor kurzem wieder, das war glaube ich in den Massenmedien jetzt, gestern und vorgestern, hatte ich wieder so ein saudischer Prinz wieder mal jemanden totgeschlagen und ist jetzt in London vor Gericht oder in Großbritannien vor Gericht. Also er hätte irgendwie seinen Diener verprügelt, der angeblich sein homosexueller Lover gewesen sein soll. Er hätte ihn praktisch verprügelt, so, bis sein Gehirn geschwollen war und er dann gestorben ist. Und das ist so üblich bei diesen Leuten. Also es gab dann auch dieses Foltervideo, wo irgend so ein saudischer Prinz jemanden zu Tode gefoltert hat und das Ganze auf Video aufgezeichnet hat. Und solche Typen, wie zum Beispiel dieser Prinz hier, ist der Vorsitzende der Faisal Islamic Bank of Saudi-Arabia. Und diese Bank wäscht Kohle für die CIA, unter anderem auch für Bin Laden und die Bin Laden Group. Und die Twaig Group schob mehr als 250.000 US-Dollar auf Bankkonten, kontrolliert von diesem Darka Sanli. Also. Und jetzt heißt es hier, unter den möglichen Zielen beim angenommenen europäischen Terrorkomplott sind Check-in-Bereiche in mindestens 5 großen europäischen Flughäfen, sagte ein Polizeibeamter zu ABC News. Behörden glauben, dass Terrorteams sich darauf vorbereiten, einen koordinierten Anschlag mit kleinen Einheiten und kompakten Schusswaffen nach dem Mumbai-Modell von vor 2 Jahren vorzubereiten. Tja, dumm nur, dass der Anführer dieses Anschlages der CIA-Agent David Headley war. Wir hatten in der Vergangenheit auch viel berichtet über Mumbai und diese ganze Geschichte und Sachen aufgedeckt, die sehr, sehr stark, denke ich wohl, zu denken geben. Okay, kommen wir zu den Zuhörer-E-Mails. Hier schreibt zum Beispiel Julian: Hallo Alex, viel Erfolg für das neue Format. Finde ich eine gute Idee, diesen Weg zu gehen. Eine etwas längere E-Mail. Ich würde von dir gerne wissen, was du von Eingriffen dieser Art hältst, die eindeutig den Bürger nützen. Vor ein paar Jahren baute die Telekom Austria in Wien das Glasfasernetz aus und hatte so ein Monopol, dass sich kein anderer Anbieter einen solchen Ausbau hätte leisten können. Also hat die Regierung die Telekom gezwungen, das Netz an andere Anbieter zu vermieten, um den Bürgern eine freie Providerwahl zu ermöglichen. Was hältst du von Eingriffen dieser Art, die dem Bürger nützen? Also ich denke, in der Frage geht es um den Themenkomplex, wie viel sollte sich eine Regierung einmischen? Und klar, wenn wie in Deutschland oder woanders die Telekommunikation in staatlicher Hand liegt, und es dann privatisiert wird, das heißt, aus dem Staatsunternehmen wird ein sogenanntes Privatunternehmen, dann ist natürlich ein Problem, wenn sich dieses Privatunternehmen dann über alle anderen hinwegsetzen kann und man dieses Unternehmen eigentlich mit Steuergeldern aufgebaut hat. Also das ist, wie gesagt, sehr hakeliges Thema. Inzwischen sagen ja ein paar große Konzerne: Uns gehört das Internet, wir haben diese ganzen Hubs gebaut. Ja, mit unserem Geld, weil wir das Internet benutzt haben und es populär gemacht haben. Zweite Frage: Was hältst du von Gewerkschaften und Betriebsräten? Ich persönlich halte sie für extrem wichtig, da sie es ermöglichen, einen Mindeststandard für Gehälter der jeweiligen Branche festzulegen.
Da Oliver Jarnig von Gewerkschaften schon mal nichts hält, würde ich hier gerne deine Meinung erfahren. Also, wie gesagt, prinzipiell natürlich, Arbeiter können sich zusammenschließen und sagen: Hey, warum nicht einen Mindeststandard erheben? Das ist ja wie mit Elektrogeräten, also ganz egal, um was für ein Gerät es hier geht. Ob es jetzt ein Smartphone ist oder irgendwas anderes, oder eine Kamera, man findet immer irgendwelche Sicherheitszertifikate. Manche davon sind staatlich, manche sind privat. Also es gibt durchaus wie in den Vereinigten Staaten private Standards wie Underwriters Laboratory. Und wenn deren Siegel irgendwo drauf ist, haben Kunden die Gewissheit, okay, das ist ein Gütesiegel, dem kann ich vertrauen. Also prinzipiell, Gewerkschaften ist jetzt nicht unbedingt per se schlecht, Betriebsräte ist per se nicht unbedingt schlecht. Oliver Jarnig hat aber auch sehr, sehr viele gute Argumente dagegen. Und ich denke mal, wenn mehr Leute dazulernen, dann brauchen wir gar nicht diese monolithischen Mega-Gewerkschaften, deren Bosse dann auf irgendwelchen Porno-Jets durch die Gegend fliegen, wie es ja in der Vergangenheit der Fall war. Also der Nutten-Porno-Jet, wo dann die Drinks frei sind und die Prostituierten auch. Natürlich laufen dann Kameras mit, aber das sollte man sich eigentlich denken. Dritte Frage: Welche Aufgaben und Services sollte der Staat deiner Meinung nach innehaben? Natürlich innere und äußere Sicherheit, aber nicht als Monopol. Ja? Also man hat, wie Oliver Jarnig und andere Libertäre gesagt haben, der Staat könne seine wichtigsten Aufgaben erfüllen mit nichts außer einer 10-prozentigen Mehrwertsteuer. Das heißt, wir können praktisch unser gesamtes Gehalt behalten. Selbst die ungelernte Putzkraft könnte sich privat versichern, krankenversichern und wir hätten halt eben 10% Mehrwertsteuer zu zahlen und ansonsten wären dann die Grundfunktionen gesichert. Jetzt soll allerdings der Staat auch nicht das Monopol haben auf physische Gewalt. Das führt natürlich immer zu Problemen. Die Gründerväter der USA haben nicht umsonst Seite um Seite um Seite geschrieben über das Recht und die Pflicht auf Selbstschutz und wie wichtig das ist in einer freien Gesellschaft. Ich meine, in den letzten Jahren, man muss immer wieder differenzieren. Es gab dann dieses Schwarz-Weiß-Denken. Sollen wir jetzt Richtung Privatisierung gehen oder Richtung Staatsbetriebe gehen? Und es gab dann sogenannte Privatisierungen und Leute waren bitter enttäuscht. Die Leistungen wurden schlechter, die Preise gingen nach oben. Und dann war die Stimmung im Keller, Leute sagten, na, scheiß auf diese Privatisierungen, wir wollen wieder mehr Staat. Ja, und dann hat man wieder mehr Staat und die Leistungen werden schlechter, die Preise werden höher oder die Steuern werden höher. Und Leute sagen, okay, probieren wir es wieder mal 4 Jahre lang oder 8 Jahre lang mit einer konservativen Partei oder wie auch immer und mit Privatisierungen. Dabei geht es eher nur darum, geht es hier mit den rechten Dingen zu oder nicht? Okay? Und bei Privatisierungen haben wir eben gesehen, das hat Joe Stiglitz gesagt, der ehemalige Chefökonom der Weltbank. IMF und Großkonzerne gehen dann irgendwelche Staatsoberhäupter und sagen, hey, du kriegst einen Anteil, also Schmiergeld, auf ein Schweizer Nummernkonto, wenn du Staatsbesitz, also Infrastruktur, Straßen, Ressourcen verkaufst, billig, zu billig, an unsere Partner. Und man hat dann praktisch diesen vorausgefertigten Ausbeuterplan und den führt man dann Schritt für Schritt durch. Also da geht es natürlich nicht mit rechten Dingen zu. Wenn es das täte, dann wären Privatisierungen eben nicht wirklich das Problem. Also immer wieder differenzieren. Shinjo schreibt, Hi Alex, erst einmal super Idee mit der Live-Radio- und Videosendung. Das Licht, welches von rechts kommt, überlichtet dein Gesicht. Mach weiter so. Ja, das ist unser improvisiertes Setup hier. Also wir werden hier noch um einiges hier die Sache erweitern, also sowohl unsere Beleuchtung hier als auch das Senden im Breitbildformat und die Möglichkeit hier ein Logo einzublenden und hin und her zu schalten, dass wir auch Videoclips, also Videoausschnitte spielen können. Ja, ich bin definitiv überbelichtet, aber damit müssen wir jetzt wohl leben. Hier ist eine leere Mail. Hier schreibt Sam aus Zürich: Hallo Alex, als erstes möchte ich mich für deine ausgezeichnete Arbeit bedanken. Bin seit 2006 oder 2007
weiß nicht mehr so genau, ein Stammleser und Hörer. Nun zu meiner Frage, ich möchte gerne mal wissen, wie stark der Islam von den Globalisten, Eliten unterwandert ist. Gibt es da vielleicht Büchertipps oder Artikel, die dir spontan in den Sinn kommen? Leider bin ich auf meiner Suche noch nicht sehr erfolgreich gewesen. Darum wende ich mich an dich.